Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Blood Bowl 2 in Haubis Liga, Spieltag 6 gegen Wolle. Grüß dich. Hallo nochmal. Tja, für die Leute in Wolle Stream kommt das jetzt ein bisschen blöde, aber meine Aufnahme fängt jetzt halt erst an, da müssen wir nochmal begrüßen, tut mir leid. Alles gut, alles gut. Ja, meine Dunkelelfen gegen deine Khemri-Kameraden. Zu meinem Glück fehlt hier ein Gruftwächter, habe ich gehört. In der Tat, im letzten Spiel hat mir auch schon einer gefehlt gegen Wolfskin. Also einer macht immer Pause. Die haben, ja. Die haben eine Gewerkschaft gegründet und jetzt so ein Rotationsprinzip. Naja, Gewerkschaften sind der Tod jedes Blood Bowl Teams. Das ist nicht gut. Da muss ich nochmal gegen vorgehen. Ja, aber so angenehm die halt auch sind, die Gruftwächter an sich, ne? Mit dem Decay ist immer so eine Sache. Wenn es weh tut, dann tut's weh. In der Tat. So ist es. So, ich habe zwei Knilche, jawohl. Es gibt übrigens einen neuen Spieler bei mir, den Tod S3. Weil ich habe mal gegoogelt und habe festgestellt, dass Altägyptisch in komischen Zahlen-Buchstaben-Kombinationen übersetzt wird in Deutsch. Und Sohn heißt anscheinend S3. Kann man mal machen. Ja. Und das ist halt der Sohnemann von Tod, dem Original-Werfer, dessen zweite Reinkarnation Bartholbar auch immer noch im Team spielt. So. Ja, so, das ist natürlich ein bisschen doof. Ach, weißt du was, du kommst eh nicht so schnell über die Außen. Haha, das glaubst du. Du bist Khemri, was sollst du machen? Du unterschätzt meine Möglichkeit, einen schnellen Seitenwechsel zu machen. Der dauert nur zwei Züge. Ja. Jetzt habe ich aber Angst. Ich hoffe, ich hoffe. Was wollte ich sagen? Ach so, ja, ich habe das letzte Spiel habe ich sehr, sehr abrupt abgeschnitten dann, als es vorbei war. Der Blitzer, der jetzt gerade fehlt, der nur noch 6 Bewegungen hat, hat ein Level up. Kann jetzt ausweichen auch und wir haben uns endlich nach 5 Spielen unsere Hexe leisten können. Die gute Gundel Finkelei. Und Speedy Finsales hat auch endlich sein Level-Up, was mir meinen dritten Reroll gibt. Sein Runner. So, richtig. Den, ne, den Runner hatte ich ja nur dabei für das Level-Up, also für den Reroll und dann hat er halt beim ersten Level-Up direkt einen Bewegungsplus gewürfelt. Der freche Mann. Steinwurf. Jeder ein. Ja, aber bei mir ist blöder. Und bei dir ist sehr viel blöder. Nicht nur, dass es einer von deinen 3 verbliebenen Gruftwächtern war. An der Linie, sondern auch noch K.O. Und meiner ist nur gelähmt, mein Lineman. Schöne Sache das. Ja, vor allem an der Linie ist blöd. Ja, das glaube ich. Aber es war immerhin nicht dein Mighty Blowman. Ja, das stimmt. Der hat sich schon sehr hervorgetan durch 2-mal MVP werden. Aber du hast plus 1 Fame. Da habe ich nicht aufgepasst. Ist das so? Sehe ich hier gerade. Aber ja, ich habe eine 6 gewürfelt beim Wurf und du eine 5. Plus 1 Fame war beide 6. Jeder hat einen verloren. So kann das gehen im Leben. So. Damit ist mein Vorrat an 6 auch schon aufgebraucht. So, lass mich. Ich glaube, ich habe überhaupt noch nie gegen Khemri gespielt. Oha. Wo ich gerade so drüber nachdenke. Das finde ich doch bitte prima. Raus mit dem Reroll. Ja, das ist. Deswegen hätte ich mich über den dritten Reroll sehr gefreut. Aber. Ist wohl nicht. So, Chalil, du kriegst wieder die Aufgabe, einen zu nerven. Das hat er im letzten Spiel gegen die Ex-Menschen. Ja, siehst du? Was hier los ist. Das ist mit diesem Team, die Gruftwächter würfeln nur Skulls. Das ist Wahnsinn, ey. Das ist ja widerlich. Wie mache ich denn das jetzt? Warte mal. Ja, hast fast einen Blitz. Geh mal mit dem dahin. Ja. Gehst mal nach da.
Und dann tut die Hexe erstmal, was eine Hexe so tut. Sterben. Oh. Nee, sie blitzt. Denk doch mal mit. Ja, ja, das war. Aber die Hoffnung, Vater des Gedanken. So, habe ich hier noch jemanden, den ich opfern kann? Den hier. Können wir durchaus machen. Warte. Ja, das ist zu weit. Dann muss ich erst mit dem loslaufen. Jo. Geblitzt habe ich schon, ne? Hätte ich eigentlich auf den Gruftwächter gesollt. Fällt mir nachträglich so ein. Naja. Was nicht ist, ist nicht. Und viele Grüße von Kreos übrigens. Der Dankeschön. Mal. Was soll denn das? Dann schieben wir den halt, ja. So, wir stehen mal wieder auf. Ach, der hat ja Fang. Du hast einen Leimer mit Fang, okay. Weil... Das Team hat Thrower, also es ist ein Passteam. Ja, ich weiß nur nicht, ob ich einem Lineman dann das Fangen gegeben hätte. Naja, irgendeiner muss es ja haben und die Anzahl der Level-Ups ist doch eher gering, die man mit so einem Camry-Team kriegen kann. Schafft es, easy peasy. Kommt direkt das Päschen. Das kennen wir schon, aber diesmal fällt er blöd. Letztes Mal hat ihn noch einer gefangen dann. Was haben wir denn zuerst gewürfelt? Eine 3. Schade. Jetzt ist guter Rat natürlich teuer. Plus 1, plus 2, plus 3, das wird nichts. Plus 1, plus 2, plus 3, das wird auch nur so mittel. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Das könnte hinhauen. Das war übrigens sehr schön gezählt. Gut, ne? Völlig souverän. Genau für sowas habe ich studiert. Sehr gut, sehr gut. Schafft schon das Aufheben, nicht? Das ist ein bisschen unangenehm. Schafft es. Und da ist noch eine 1, wunderbar. Sehr gut, das Ballgefühl ist eh nicht gut. Ja, das ist ganz prima. Wenn du nicht im ersten Zug noch und in diesem zweiten Zug noch scheißiger gewürfelt hättest, wäre ich schon wieder scheiße drauf jetzt. Na gut, mit Camry Ballsachen machen, ist eh immer schwierig. Das Einzige, was eigentlich klappen sollte, ist draufhauen, aber... Mit den Gruftwächtern ist das so eine Sache. Der Einzige, der das hier heute gut macht, ist Sobek. Da müssen wir dann halt schieben.
Oh nein, das macht es einfach. Scheiße. Macht es einfach. Aber kennt er nix? Ist ihm scheißegal. Easy. Hättest du auch direkt auf dem. Ach so, nee, ich hab ja da noch einen Mann stehen. Alles klar. Harte Zustellung ist hart. Und was kostet die Welt? Nimmt ihn einfach. Krasser Typ, oder? Heftiger Dude. So, das läuft alles ein bisschen anders als geplant, aber doch okay. Stehst du leider auf einfach so? Ja, das ist klar. Plus 1, plus 2, plus 3, das würde gehen. Ist aber ein Loner, du nicht. Pass mal auf. Nee, wir machen erstmal das Wichtige. Ja, das war zu erwarten. Wenn ich das mache, das geht. So nicht. Besser. Das ist viel zu weit weg. Nur für einen von uns. Ja, GZ. Tja. Geblitzt habe ich jetzt schon. Der kommt dahin. Der kommt dahin. Mein Reroll ist auch schon raus. Ich gehe mal einfach nach da. Sehr löblich. Das muss erstmal reichen. So, und dann machen wir hier noch ein bisschen Schlägerei. Oder Schieberei, auch immer eine Option. Schiebt mich da in Schlagdistanz. Sehr nett. Das ist sehr nett. Macht es. Sehr, sehr gut. Das ist nicht so gut. Und verletzt sich noch der Spast. Ach ja, Mann, ey. Die Skelette sind sehr gefährlich. Nichts Schlimmes. Da sollte ich dich vielleicht warnen. Also die Leute, die hier Leute verletzen, sind die Skelette. Ey, so der Mongo. So. Damit haben wir jetzt natürlich ganz neue Optionen hier.
Also meine Blitzer sind immer ein Witz hier mit den Schmunkelelfen. Erstmal das. Sehr schön. Und der Tomb Guardian eilt auch zurück. Ich sehe, dass wir stürmt. Sobek macht seinen Job echt souverän. Das ist schade. Das ist schade, wolltest du wohl sagen. Ja, dass das nicht klappt, war fast zu erwarten. So, dieser kleine Mann ist in Reichweite, wenn ich den... Nee, das lassen wir mal schön. Ja, was war denn bei dir so die erste Spiele? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das Günge. Ich hab aufs Maul gekriegt einfach nur. Und scheiße gewürfelt. Okay. Dann geht's uns ja ähnlich. Ja. Bin auch, kann man so sagen, ey. Annahme, dass Khemri ein Basher-Team sind, hart verprügelt worden. Und dann ist man halt kein Elf, der einfach mal so noch drei Touchdowns macht trotzdem. Double Sky, los! Ach, schade. Nö. Aber Rüstung hält. Weil Rüstung 7 ist besser als Rüstung 9, habe ich gehört. Kommt nirgends mehr hin, wo sich lohnt. Nee, bleib da mal ruhig stehen, Junge. Macht es und geht noch nach da. Das ist blöd. Das ist ein Feld zu weit. Ich weiß. Das war der Plan. So. Und jetzt die andere Seite. Da würde ich einen bekommen. Möchte ich das? Nee. Ich kann sagen, ich tippe auf Weglaufen. Jetzt kannst du natürlich noch Sachen machen, ne? Muss ich mit dem Loner dahin? Gucken wir uns erstmal das an. Okay. Natürlich. Ja, Going Forwards mit Elfen macht man nicht, Finn. Ich sollte überhaupt keine Going Forwards machen, ey. Also in dem Team ist die Finnsche Krankheit auch wieder voll dabei. Ja.
Ja, ich habe letztes Spiel gegen Stin, habe ich, glaube ich, 4 Go-For-Its gemacht und 3 Einsen gewürfelt. Das ist natürlich eine gute Sache. Ich hatte die jetzt auf der Ladder, wann war das, gestern oder so? Da habe ich knapp 30 Einwürfel-Sachen gehabt in dem Spiel. Und von den 30 waren 14 oder so, waren Einsen. Schön, kann man mal machen. Da habe ich mich sehr gefreut. Waren es denn wenigstens Elfen? Ja, natürlich, Hochelfen. Gut, ja, weil wenn ich gucke, so bei meinen Norsis oder was, und ich habe viele Einsen dabei, dann ist es ja auch egal, weil ich hätte ja eh eine 3 gebraucht. Aber ja, bei Elfen lohnt sich das, wenn es alles Einsen sind. So ist es. Beautiful. Dann passiert wohl nichts. Wie er mir hinterher rennt. Ja, guck mal, wie schnell. So. Die kommen alle überall hin. Das ist der 3-Agi-Mann. Nee, weißt du was? Ich habe nicht so große Angst, dass du in 3 Zügen gegen-touchdownst. Was? Deswegen mache ich das mal lieber jetzt. Ehe noch Sachen schief gehen. Ich habe leider noch nicht den Hail Mary Pass. Das ist die Geheimwaffe eigentlich. Mit den Tomb Guardians vorne ein bisschen wegfrei blocken und dann alle Mann hinterher in den 3 Zügen bis irgendwo Richtung Endzone laufen und dann von der eigenen Endzone aus so ein Ding schmeißen und hoffen, dass es einer fängt. Oh, dein Tomb Guardian steht auf. Juhu. Nur damit er jetzt wahrscheinlich wieder umgenockt wird. Wie ich dieses so Team zu lieben gelernt habe. Ich muss jetzt natürlich meine Aufstellung ein bisschen anpassen. So, mach mal's. Achso, für meine Zuschauer nochmal kurz. Der Wolle hatte durch meine 2 Journeymen 90.000 Inducements. Wollte noch 10.000 drauflegen, hat sich aber verklickt. Und deswegen hat er keine Inducements. Was wolltest du kaufen? Ein Reroll oder eine Bestechung? Nee, ein Reroll. Wie man anhand meines Würfelglücks mit den Tomb Guardians hier sieht, ist der auch bitter nötig. Hättest du den gut gebrauchen können, ja. Wobei du mit deinem zweiten jetzt recht sparsam warst noch. Ja, man muss ja jetzt noch Schindluder treiben können. Wobei, wenn du einen dritten gehabt hättest, hättest du den zweiten wahrscheinlich schon benutzt, ne? Das kann gut sein. Und du darfst dich noch drunter stellen unter die Pille. Und komm noch auf deine starke Seite. Eieiei. Aber fangen ist nicht. Fängt ihn nicht. Oh, der liegt auch so an der Seitenlinie. Da hüpft er doch schon wieder Gott weiß wohin. Ja, nehme ich. So. Pow down to the champ. Jump. Katz. Ah.
Ich glaube, das war auch am Anfang der Ra, ne? Mhm, ja, kann man sagen. Der hat beide Rerolls gefressen jetzt. Es ist ein ewiges Leid mit diesen Tomb Guardians. Da holt er sich drei Würfel auf Fintu. Was? Ich weiß gar nicht. Ja, ja. Ist ja nicht so, als hätte ich nicht reichlich Blitzer. Wobei ich sagen muss, ich bin verhältnismäßig froh, dass Fin One nichts Schlimmes passiert ist. Da draußen liegt er warm und trocken. Habe ich ein nächstes Spiel wenigstens. Aber er geht natürlich wieder mit 0 SSP nach Hause, der kleine Mongo. Also ist dein vierter Blitzer eigentlich verletzt, oder? Ja, der hat eine Minusbewegung. Ah. Und fehlt deswegen dieses Spiel. Im letzten Spiel, in Zug 3, hat Mistin zwei Blitzer verletzt. Den einen schlimm, den anderen nicht so. Das ist natürlich hart. Das ist eine okaye Sache. So. Schafft es, easy peasy. Klappt. Hops. Haha. Hat ihn. Das ist ja hier crazy, was hier abgeht. So, das wäre eine Möglichkeit tatsächlich. Ich würde sagen, das Training letzte Woche, wo wir mit rohen Eiern gespielt haben, hat sich für die Throras ausgezahlt. Die nehmen heute den Ball sehr sanft auf. Das ist schön. Du kannst dich mal einfach aufstellen. Der Cam. Ah, oh, warte mal. Hat der Dodge? Nein, hat er nicht. Das ist doof. Dann lassen wir das auch einfach. Oh, der hat ja nur 6 Rüstung, der Knilchi. So, plus 1, minus 1. Aha. Aha. Plus 1, plus 2. Ist mir aber zu riskant. Weißt du was? Wir stellen die beiden einfach mal aus der Hölle zu. So. Die schöne Madame geht nach da. Du machst so. Oh, da war die 1 dabei. Mhm. Das ist supi. 6 Rüstungen halten natürlich, selbstverständlich. Ja, klar. Wer Waldelfen kennt, weiß sowas. Du gehst mal hier zu dem. Du gehst mal hier noch hin. Ich glaube, das ist eine ganz okaye Sache. Während du dran bist, unterhalt mal kurz die Leute, mein Kaffee ist leer. Ja, mach ich. Ich sag einfach nichts, das ist sehr unterhaltend, während der Finn seinen Kaffee holt. So. Da der hoffentlich weg ist, kommen wir jetzt mal hier. Ah, scheiße. Eigentlich muss der zu Boden gehen. Damit hier eine Lücke kommt, wo man durchlaufen kann. Und da bin ich wieder. Das ist schon mal gut. Finde ich auch.
Ja, für alle, die jetzt nicht bei Wolle Stream gerade dabei sind, sondern nur mein Video gucken, wir spielen unglaublich früh am Sonntagmorgen, deswegen brauche ich ganz viel Kaffee. Ja, um die Mittagszeit. Psst! Sage doch unheimlich früh am Sonntagmorgen. Das hat alles nicht so gut geklappt. Ja, sieht so aus, fast beinahe. Aber du musst jetzt Meter machen. Aber so nicht. So schon eher. Blitz hast du schon, okay. Macht keine Meter, entscheidet sich gegen die Meter. Und macht lieber noch eine Ballübergabe. Ja, das hätte klappen müssen, damit das mit dem Meter machen funktioniert, weißt du? Ach so, ich wäre wahrscheinlich an deiner Stelle verzweifelt dadurch die beiden Tackle-Zonen und hätte den Dodge mitgenommen. Nee, hätte mich da vorne hingestellt. Also das Ziel war jetzt für alle, die zugucken, dass der Jalil hier rüber geht. Dann hätte man hier den Verzweiflungsblock machen müssen und dann hätte er hier durch. Das wäre auch Quatsch gewesen. So, das bedeutet, du hast niemanden mehr in Touchdown-Range, das ist schön. Eine Sorge weniger für mich. Das bedeutet, ich kann jetzt einfach zusehen, dass ich das Maximum aus dir rausprügel. In der Tat. Ja, der eigentliche Plan war, dass Seth den, nee, Ra war es, ne? Genau, der hätte den Loner zu Boden hauen müssen. Dann hätte man hier blitzen können und dann wäre hier eine Lücke gewesen. Da, wo ich jetzt zeige. Quasi da, wo jetzt Ra und Sobek stehen bei mir. Da hätte man dann durchlaufen können und dann auf deinem Logo den Cage bauen können, so ungefähr. Das hätte dann gereicht, aber dadurch, dass die Zoom Guardians sich mal wieder nur zu schieben entschieden haben. Das wäre jetzt blöde. Das war richtig blöde. Was hast du denn überhaupt gemacht? Fintu ist hier rumgelaufen. Das ist gar nicht so verkehrt. Kriege ich aber keine Stärke drauf. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nein. Okay, das heißt, er ist der, der da noch am besten steht. Machen wir hier mal eine Verkloppung. Oder eine Schiebung. Auch immer eine Option. Folgen hätte ich dann nicht gewollt, nachträglich betrachtet. Ja, verständlich. Vier, fünf, sechs. Müsste passen. Müsste passen, verstehst du? Sammelt ihn. Das ist nämlich genau das, was ich nicht wollte. Aber was soll es? Ist ja auch noch ein Reroll. So. Hat es. So, Frage des Tages. Du kommst bis da. Komm auch bis da.
Gebe ich den Ball jetzt weiter oder mache ich das mit ihm? Wir machen das mit ihm, glaube ich. Ja, ich würde mitlaufen und dann stellt sich da hin und dann kann ich eh nichts mehr machen. Also dann kannst du ja nochmal übergeben, wenn du mit deinem Fin 3 einen machen willst oder so. Ah, ich überlege, ob ich mitlaufen. Oh, meine Zeit läuft ab! Dann laufe ich mit. Das hätte ich dir sowieso empfohlen, weil sonst hätte ich jetzt hier noch so einen Verzweiflungsblitz machen können. Ja, ich wollte den eigentlich in den Weg stellen. So ein bisschen wie Albert Finsker jetzt steht, nur halt dichter am Werfer dran. Okay, will mir hier die Ballübergabe vermiesen? Du wirst doch wohl nicht wieder da drauf blitzen? Holt sich 3 Würfel fürs Skelett. Okay. Ja, den Blitz brauche ich noch. Ach, ich sehe schon wo, ja. Oh, ist doch eine ganz okaye Sache. Da wird gerasselt. Hier kommt der Blitz. Und 2 Going Foils. Ja. Hat der Plumpse gemacht. War zu erwarten. Aber ein Versuch war es wert. So, ich würde natürlich sehr, sehr gern noch Quatsch machen. Ich habe auch noch einen Reroll, wir machen Quatsch. Du bist eh nicht mehr dran, das heißt, ich kann dir die Jungs zustellen, wie ich das möchte. Weil dein 6 Rüstungsmann ist natürlich ein Schätzelein, ne? Mhm. Für meine kleine Hexenelfe. Aber nur eine Lähmung. Der arme kleine Piccolo. Ich habe immer noch den Reroll. Und er hat Dodge. Wir reizen es völlig aus, komm. Ja, ich muss auch sagen, ich bin sehr begeistert, mit dem Team noch eine Rückrunde spielen zu dürfen. So ähnlich geht's mir tatsächlich auch inzwischen. Ich habe nach den ersten 3 Niederlagen habe ich gesagt, naja, kommt ja noch eine Rückrunde. Aber inzwischen denke ich so, Ja, aber guck mal hier, heute ist dein Saison. Heute ist mein Comeback, ja. Und das macht alles die Hexe. Als sie motiviert deine Jungs. Ja.